Endlich habe ich dich gefunden, Omega. Die Krypto-Aura hat nämlich keine Schwächen. Woher hast du diese Krypto-Aura? Jetzt bin ich nur noch Luca. Luca, der Seelen- oder Blutwolf. Ich bin Krypto-Arceus und ich werde dir die Kraft geben, die du seit Ewigkeiten willst. Sieh es endlich ein, Ren. Du wirst in deiner Welt nicht mehr gebraucht. Nein, Thief! Hau da ab! Ren, du hättest in den Vulkan gehen sollen. Dann wärst du wenigstens dort geblieben. Ohne dich wären wir besser dran gewesen. Du sollst dich mir gefälligst nicht widersetzen. Gehorche mir. Ich glaube, dass Arceus gerade mit mir gesprochen hat und ich einen Teil seiner Seele besitze. Du kannst froh sein, dass Krypto-Arceus dir die wahre Krypto-Kraft mitgegeben hat. Ansonsten wärst du bereits jämmerlich draufgegangen. Willkommen in meiner Dimension, Wert Omega. Keine Sorge, die können mir nicht allzu viel. Die rote Kugel habe ich mir gerade, ausgeliehen. Ich bin Todd. Ich bin gerade auf Fotosafari und versuche für Professor Eich die besten Bilder zu schießen. Ich bin Lunas, ein Pokémon Ranger. Zoroark! Finster Aura! Wie wäre es dann hiermit? Los Krypto-Ho-Oh und Krypto-Lugia! Ren, lass uns lieber verschwinden. Und zwar schnell! Das klingt gar nicht gut. Aber was soll ich jetzt tun? Du bist der Einzige, den ich kenne, der Ahnung von legendären Pokémon hat. Du musst mir helfen, Lunala zu beschwören. Wir dürfen gespannt sein!